Hallo, einen schönen guten Abend. Ich mache erstmal Licht an. So, ihr könnt sehen, was ich habe. Zwei wunderschöne LED-Lampen mit einem schönen klaren Gehäuse, dass sie auch richtig schön ausleuchten können, mit einem Bewegungsmelder ausgestattet und 163 LEDs, die hier drin ackern. Ihr müsst sie jetzt nicht zählen, ich habe es auch nicht gemacht. Ich vertraue darauf, dass der Händler weiß, was er schreibt. Ich wollte sie euch eigentlich nur mal vorstellen. Sie hat Schrauben und Dübel mit dabei, also beide, weil es, wie gesagt, das ist ein Doppelpack, was ja ganz besonders toll ist. So, Schrauben in die Wand und dann kann man diese Lampe ganz einfach hier so einhängen. Hier hat sie einen Ein-Ausschalter und Modschalter. Das ist alles in einem. Einmal gedrückt geht sie für 15 Sekunden an und anschließend geht sie in einen Ruhemodus in abgeschwächtem Licht, halbhell. Drückt man wieder auf, dann geht sie an, bleibt 25 Sekunden an, wenn dann keine Bewegung mehr erkannt wird, geht sie aus. Und beim dritten Mal raufgedrückt, ist sie gänzlich ausgeschalten. Hier oben ist das Solarmodul, ist eigentlich auch ein schönes, großes, kräftiges Modul. Da kann sich hoffentlich viel Energie speichern. Und jetzt probieren wir sie mal aus. Dazu mache ich das Licht hier aus. So. Einmal an. Dann blinkt sie und signalisiert, dass der Mode drin ist. Normalerweise geht sie nach 15 Sekunden aus, aber ich habe es schon probiert. Solange ich hier sitze und schnatter und mich bewege oder was, nimmt sie Bewegung wahr und bleibt natürlich auch an. Deshalb lassen wir uns das mal jetzt so auf der Zunge zergehen und vertrauen mal drauf, dass das stimmt. Nächster Mode, da blinkt sie zweimal und signalisiert wieder, dass sie den Mode anerkannt hat, dass sie sich darauf eingestellt hat. Jetzt würde sie nach 25 Sekunden ausgehen, wenn ich still sitzen würde. Ansonsten bleibt sie natürlich an, solange sie Bewegung erkennt. Und nochmal gedrückt, blinkt sie wieder und geht aus. So, da passiert jetzt nichts mehr, da reagiert sie nicht. Ich finde die beiden richtig toll. Ich muss erstmal Licht wieder machen, damit wir noch was sehen können. Ich finde sie richtig toll. 30,99 finde ich jetzt nicht zu teuer dafür. Das ist ein angemessener Preis für so eine große Lampe. Damit kann man ganz toll Torwege und Einfahrten ausleuchten. Also ich finde sie wirklich ganz praktisch, vorausgesetzt, man hat genug Sonne. Auf jeden Fall sind sie energiesparend. Ich bin ein ganz doller Fan von Solarenergie, weil ja jeden bekannt ist, wie unsere Energiepreise steigen. Da ist man mit Solar immer auf der besseren Seite. Und jeder, der Solarlampen anbringt, kann üppig sparen. Jetzt mehr als sonst. Und darum empfehle ich die von Herzen gerne weiter. Ich finde sie wirklich schön. Sie fühlen sich gut an. Sie wiegen nach was sie. Man merkt schon, dass da eine Kraft drin ist. Also, dass da ein angemessener Akku auch drin ist, der sich auflädt in der Sonne. Was will man mehr? So, und nun wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bleibt schön gesund und danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!